Vergangene Woche wurde ein Anschlag auf das Büro des SPD-Politikers Karamba Diaby verübt. Unbekannte haben Schüsse auf seine Fensterscheiben abgefeuert. Der Vorfall hat mal wieder gezeigt, wie gefährlich PolitikerInnen derzeit in Deutschland leben. Aber auch Polizistinnen und Rettungskräfte werden immer wieder Opfer von gewalttätigen Übergriffen. Der Bundestag hat dazu in der Aktuellen Stunde diskutiert und wir erzählen euch jetzt kompakt, was da so los war. Jeder Hetzer, jeder dumpfe Heini in diesem Land und im Netz muss sich klar sein, dass wir alle, losgelöst von der politischen Meinung, es nicht länger dulden und uns entschieden, gemeinsam vor dieses Wertesystem stellen und es verteidigen. Was gegen Übergriffe auf PolitikerInnen, Polizei und Rettungskräfte konkret getan werden muss, da sind die Fraktionen unterschiedlicher Meinung. Neben Lösungsvorschlägen gab es aber auch sehr viel Solidarität mit Karamba Diaby. Sogar Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann hat sich vor der Debatte an seine Kollegin gerichtet. Ich glaube, dass ich im Namen des ganzen Hauses spreche, wenn ich sage, das ist ein empörender Vorgang. In einer Demokratie darf Gewalt niemals ein Mittel der Auseinandersetzung sein. Solidarität gab es nicht nur aus dem Parlament, sondern auch in vielen, vielen Nachrichten und Kommentaren, von denen Diaby einige im Bundestag zitiert hat. Auch wenn ich nicht aus Ihrem Wahlkreis komme und mich einer anderen Partei zugehörig fühle, ist der Anschlag auf Sie auch ein Angriff auf mich und auf das gemeinsame Werteverständnis und das Versprechen, einander zu respektieren. Allerdings war der Anschlag auf das Büro von Diaby leider nur einer von vielen gewalttätigen Übergriffen auf PolitikerInnen in den vergangenen Jahren. Henriette Reker, die Oberbürgermeisterin von Köln, entrann 2015 nur knapp dem Tod. Einen Tag vor ihrer Wahl stach ihr ein fanatisierter Rechtsradikaler in den Hals. Andreas Holstein, Bürgermeister der Stadt Altena, wurde 2017 von einem aufgebrachten Flüchtlingshasser ebenfalls ein Messer in den Hals gestoßen. Der traurige Tiefpunkt dieser schlimmen Entwicklung ist wohl der feige Mordanschlag auf Dr. Walter Lübcke am 2. Juni 2019. Nicht der erste Mord aus der rechtsextremen Szene, aber der erste Mord von offenbar Rechtsextremen an einem deutschen Politiker seit dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland. Aber die Gewalt betrifft nicht nur die Politik, auch Feuerwehrleute, Rettungskräfte und Polizistinnen beklagen, dass das Klima auf der Straße immer rauer wird. Das schildert mir der Rettungsdienst, dass auf der A43 ein Rettungswagen mit Blaulicht auf dem Weg zum Einsatz blockiert und ausgebremst wird über viele Kilometer. Da erzählen mir Retter der Feuerwehr, dass sie beschimpft und angespuckt werden und wünschen sich nichts mehr als eine zeitnahe und wirkungsvolle, schnelle, effektive Bestrafung. Oder ein Polizist einer Einsatzhundertschaft, der erzählt, wie Vermummungsverbote einfach nicht verfolgt werden, Steinwürfe nicht sanktioniert werden. Da kann man sich schon mal fragen. Wie bekloppt ist es eigentlich, Leute anzugehen, die ihr Leben einsetzen, um uns zu schützen? Also das ist wirklich unglaublich. Aber woher kommt diese Gewalttätigkeit? Aus den Reihen der Linken kam folgender Erklärungsansatz. Bereits 2011 hat Professor Heidmeier und sein Wissenschaftsteam von der Uni Bielefeld die Ergebnisse einer Langzeitstudie Deutsche Zustände vorgestellt. Das Fazit: Die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nimmt zu, ebenso die Akzeptanz von Gewalt als Politikersatz. Zu den Ursachen ebenso kurz: Das Soziale wird ökonomisiert, die Demokratie entleert. Politdeutsch nennt man das neoliberal. Übersetzt heißt das, dass unser Zusammenleben mittlerweile viel zu sehr von wirtschaftlichen Prinzipien geprägt sei und zu wenig von Gemeinschaft und Zusammenhalt. Laut einigen Abgeordneten führt auch Social Media zu mehr Hass und Gewalt. Sogenannte sozialen Medien haben ihren Anteil daran und sind Treiber der gesellschaftlichen Entwicklung. Hier lässt sich unter dem Deckmantel der Anonymität leicht herumpöbeln. Rechtsextreme Strategien und Kampagnen mit ihren Resonanzböden im Internet und auch in den Parlamenten wollen diese Verrohung, sie wollen diese Gewalt. Aus Worten sollen Taten werden. Es soll ein Klima der Verunsicherung ins Land getragen werden, das eben diejenigen zermürbt, die sich positiv für unsere Gesellschaft engagieren. Die AfD hat hingegen ganz andere Schuldige ausgemacht. Verantwortlich hierfür sind Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren von den Altparteien. Sie praktizieren seit Jahrzehnten eine Sicherheitspolitik, die zum Rückzug des Rechtsstaates und zum Vormarsch von Schwerstkriminellen und Gewaltverbrechern führt. Sie sind weder willens noch in der Lage,
die Polizei und Rettungskräfte unseres Landes effektiv zu schützen. Sie lassen diejenigen alleine, die tagtäglich für unser aller Sicherheit sorgen. Und damit muss endlich ein für allemal Schluss sein. Kritik am Versagen des Rechtsstaats kommt hier aber nicht nur von rechts. Auch für die Linke agiert der Staat oft zu lasch und zu ineffektiv. Allzu oft bleiben Gewalttaten ungesühnt und die Täter kommen unbehelligt davon. Kurzum, der Rechtsstaat versagt viel zu oft. Und das darf nicht sein. Wo auch immer die Ursachen für die vielen Übergriffe liegen, es stellt sich natürlich die Frage, was wollen die Parteien dagegen tun? Für die SPD ist Bildung ein Schlüssel. Sie fordert, dass demokratische Werte in Zukunft besser vermittelt werden. Wir brauchen natürlich auch im Osten bessere Strukturen des Engagements und Demokratieforderung. Wir brauchen eine Stärkung der politischen Bildung und Medienbildung in Schulen und Jugendeinrichtungen. Wir brauchen eine bessere Präventionsarbeit und wir brauchen endlich ein Demokratiefördergesetz. Politische Bildung und Demokratieförderung mögen zwar wichtige Methoden sein, um den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken, aber es kann dauern, bis sie Wirkung zeigen. Die Bundesregierung plant aber auch ganz unmittelbare Maßnahmen. Wir werden die Regelungen des Strafgesetzbuchs mit Bezug zur Hasskriminalität ergänzen. Das betrifft zum Beispiel die Aufforderung zu Straftaten oder Billigung oder Verharmlosung von Straftaten. Ferner wollen wir eine Meldepflicht für Diensteanbieter nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz als Bundesregierung einführen, etwa für Morddrohungen und Volksverhetzung. Stichwort Netzwerkdurchsetzungsgesetz. In dem Zusammenhang fordern einige Abgeordnete immer wieder eine Klarnamenpflicht im Netz, denn wenn die Identifizierung im Internet so einfach wie am Stammtisch ist, dürfte auch die soziale Kontrolle im Internet funktionieren und Hass, Hetze und Gewalt im Zaum halten. Doch die Klarnamenpflicht ist ziemlich umstritten, auch innerhalb der Union. GegnerInnen befürchten, dass sie Opfer nicht schützt, sondern im Gegenteil, dass sie politische Verfolgung sogar erleichtert. Aber gegen Hass und Hetze muss nicht nur präventiv gearbeitet werden, auch Betroffene brauchen Hilfe. Und da setzen die Vorschläge von FDP und Grünen an. Was wir umgehend brauchen, wir brauchen eine zentrale Ansprechstelle, an die sich die Betroffenen sofort wenden können. Eine Stelle, in der die Bereiche Prävention, Staatsschutz, Strafverfolgung gebündelt sind und damit effektive, bereichsübergreifende Maßnahmen eingeführt werden können. Wir brauchen endlich eine Taskforce Rechtsextremismus beim Bundesinnenministerium als Anlaufstelle für die vielen 10.000 Menschen, die auf sogenannten Feindeslisten stehen, die im Alltag bedroht werden, die ganz dringend unseren Schutz brauchen, weil sie sich anders nicht helfen können. Die Union hat außerdem eine Bitte an die Betroffenen, sie sollen bei solchen Vorfällen bloß nicht schweigen. Erzählen Sie Ihre Geschichte, bitte auch allen Menschen da draußen. Erzählen Sie es den politischen Vertretern. Wir müssen dahin kommen, dass wir über solche Vorfälle offen reden, dass niemand schmollt, dass wir in den Dialog treten. Kultur, Miteinander und Dialog in diesem Land müssen sich wieder ändern. Ob mehr politische Bildung oder schärfere Gesetze, die Fraktionen haben unterschiedliche Ansätze, wie solche Gewalt in Zukunft verhindert werden soll. Was denkt ihr? Welches Mittel eignet sich am besten? Schreibt es wie immer in die Kommentare. Bei uns bleibt es gewaltfrei, versprochen. Ganz einfach hier den Kanal abonnieren. Hier haben wir ein Best-of Gregor Gysi am Start und hier findet ihr die Y-Kollektiv-Reportage, die Polizei, Bullenschweine oder dein Freund und Helfer.